Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Tag persönlicher Koch. Ich weiß nicht, ob manche von euch vielleicht die Küche erkennen, in der ich gerade stehe. Es ist die Küche von Marius, für den ich heute kochen werde. Ich habe ganz viele verschiedene Sachen hier vorne vorbereitet. Es gibt heute Morgen Apfel-Pancakes. Apfel-Buttermilch-Pancakes. Die habe ich nämlich gestern Morgen so gegessen. Wenn ihr auf Instagram folgt, weiß es vielleicht. Es ist geisteskrank. Also wirklich, die sind ganz, ganz wild. Reden wir nicht lang rum, los geht's. Ich habe hier schon mal zwei Äpfel geschält. Ich schneide die mal in Würfel. Kleiner Funfact, ich mag eigentlich überhaupt keine Äpfel, weil ich traumatisiert bin davon, dass sie immer in meiner Butterbrotsdose verschimmelt sind, als ich klein war. Als nächstes verquere ich mal eben schnell vier Eier, große Eier. Hier ist auch unser heutiger Gast, Marius. Was geht? Hi! Du wirst heute bekocht. Ich hoffe, du bist bereit für eine... Ich bin übel bereit zu bestellen. Eine Reise der Geschmacksnähe. Mein Bauch wird so richtig platzen heute. So, ich habe schon mal die Pfanne angestellt mit den Apfelstückchen. Ich gebe jetzt einfach ein bisschen Zucker drüber und dann lasse ich das Ganze karamellisieren. Wir haben nämlich keinen Ahornsirup und das gibt dann so die nötige Süße. Wir haben außerdem eine kleine Challenge und zwar haben wir keine Schüssel zum Backen. Ist jetzt nicht so optimal, aber wir haben einen Topf. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich in einem Topf machen müssen. Wir brauchen außerdem 110 Gramm geschmolzene Butter. Das würde ich jetzt normalerweise in einer Mikrowelle machen, aber ich glaube, die Jungs haben keine. Dementsprechend mache ich das einfach in einem Topf oder einer kleinen Pfanne. Die ist super. 110 Gramm, wie gesagt. So, die soll jetzt einfach mal da vor sich hinschmelzen. Jetzt mischen wir einmal die trockenen Zutaten zusammen. Das sind einmal Mehl, Zucker, Salz und Backpulver. Und zwar 240 Gramm Mehl, dann 100 Gramm Zucker. Sehr gut. Und damit die Pancakes extra dick werden, braucht man 6 Teelöffel Backpulver. Das vermischen wir jetzt alles. So sieht das Ganze übrigens von innen aus. Und dazu geben wir jetzt die flüssigen Zutaten, das heißt die geschmolzene Butter. Fast ein ganzer Liter Buttermilch. Fast ein ganzer Liter Buttermilch. So, das sind 500. Davon jetzt nochmal so 400, also dass nur noch ein ganz klein bisschen übrig ist. Und das verrühren wir. Wichtig ist dabei, dass man es nicht irgendwie mit einer Maschine macht oder sowas, sondern dass man das vorsichtig mit Hand macht, weil die Pancakes sollen wirklich extra dick werden. Und dafür ist es wichtig, dass es halt gerade so verbunden ist, dass aber noch die großen Bläschen und sowas halt alle drin bleiben einzeln. Und jetzt kommen noch die Eier dazu. Die mischen wir auch noch rein. Und dann haue ich noch 2 Kapseln Vanilleextrakt rein. Weil es sind ja American Pancakes, da darf man mit sowas arbeiten. So, jetzt haben wir hier die karamellisierten Apfelstückchen. Die gebe ich schnell rüber in die kleine Pfanne, damit ich hier drin Pancakes braten kann. Guck mal, die besten Pancakes der Welt sind natürlich American Pancakes. Deshalb habe ich ein amerikanisches Gericht genommen. Und wie ihr vielleicht wisst, gibt es da andere Messmethoden. Also die haben ja Cups und Ounces und was auch immer. Auf jeden Fall habe ich aus Versehen die doppelte Menge Buttermilch genommen. Ich habe gerade eben probiert, alle trockenen Zutaten auch zu verdoppeln. Und wir gucken mal, wie es funktioniert, aber es war übelst der Fail. Also es ist auf jeden Fall einfach nur dumm. Die Pancakes sind nicht ganz so dick, wie ich mir gewünscht hätte. Guckt euch hier mal an. Aber sie sind auf jeden Fall trotzdem schön dick. Ich dachte mir, um so diese ganze Süße abzufangen, die einerseits der Zucker in den Pancakes, aber auch die karamellisierten Äpfel mit sich bringt, mische ich hier ein bisschen Frischkäse mit Speisequark, gebe das oben drauf und ich hab's für den Traum. Boom, Leute. Ein kleines Loch und da innen drin waren karamellisierte Äpfel. Ich sag's euch, das flasht anders. Die anderen beiden kommen wieder oben drauf. Jetzt von oben noch mehr Äpfel drüber. Ein bisschen von der Quark-Frischkäse-Mischung. Ein bisschen Marmalade. Aber nicht zu viel, weil süß ist es auf jeden Fall genug. Und fürs Auge noch ein paar Kekskrümel. Okay, Marius? Ja. Bist du ready? Wie geil sieht das denn aus? Alter. Dann lass es dir schmecken. Also du solltest auch so von der Creme auf jeden Fall ein bisschen mitnehmen. Boah, ist das geil. Schmeckt? Das ist richtig gut. Man schmeckt aber auch alles so hintereinander weg. Es war eine Achterbahn der Gefühle, bis wir bei diesem Teller hier angekommen sind. Mit den falschen Measurements, was auch immer. Marius, du darfst das Ganze jetzt ganz in Ruhe aufessen. Mhm. Und dann würde ich dich bitten, mir eine Bewertung zu geben von 1 bis 10. Wo die Äpfel sind auch. 1 bis 10. Mhm. Und halt das im Hinterkopf, lass dir schmecken. Wir sehen uns gleich wieder. Muss ich also so in diesem, von 1 bis 10 im Pancake-Vergleich oder generell essen? Du hast hier Pancakes gewünscht? Ja. Wie gut waren die als Pancakes? Von 1 bis 10. Boah, also auch safe so eine 9 auf jeden Fall. Durch diese Creme oben drauf, das hatte ich noch nie so. Deswegen einfach mal die 10 von 10. Leute. Das war wirklich sehr geil. Ey, da habe ich so krank die Kurve gekratzt. Das letzte Mal, wo ich wirklich so
bei Pancakes einfach nur im Himmel war, war ich tatsächlich in New York. Tschüss. Und das waren die ersten, die seitdem wieder so waren, so boah, geil. Und ihr habt gesehen, wie einfach das war. Also, wir springen direkt zum Mittagessen. Und Leute, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen proud, insbesondere auf meinen Einkauf. Es wird nämlich super einfach. Wir machen Avocado-Brot und Bruschetta. Aber was bei sowas Einfachem entscheidend ist, sind natürlich die Zutaten. Und ich habe übelst die geilen Sachen gekauft. Guck mal, das spricht schon für sich, finde ich. Das ist so eine Tüte, einfach so mit frischen Tomaten, die ich bei so einem kleinen Laden hier gekauft habe. Und dann einfach eiskalt so handgemachtes Brot. Ich glaube, das wird übel lecker. Ich freue mich schon selbst total drauf. Einmal für das Avocado-Brot ein bisschen höheres und dann für Bruschetta ein Baguette. Ich muss sie filmen, sie sind so schön. Einen Daumen breit schneide ich hier aus die Scheiben. Die dann ungefähr so aussehen. Und dasselbe für Bruschetta. Hier nehme ich auch so aus der Mitte die Stücke. So, dann schauen wir uns mal die Tomaten an. Jede Menge Cherry-Tomaten. Die Coeur de Bœuf ist für die Bruschetta und die Cherry-Tomaten sind für auf das Avocado-Brot. Die schneide ich jetzt einfach in Würfel. So, wir wollen das nicht zu fein schneiden. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Komm her. Bro, ich sag dir. Das sieht schon anders geil aus. Die Zutaten sind wirklich. Boah, das Brot sieht auch, boah, es wird so richtig geil. So ein Brot klingt mir so aus einfach, aber so richtig geiles Brot, ne? Sieht auf jeden Fall alles übel fresh aus schon. Und ich sag's euch, Leute, es sind auch ganz wilde weitere Folgen geplant. Mit Justin mache ich eine Folge, mit Rezo mache ich eine Folge. Okidoki, jetzt noch die Avocado. Die Avocado und persönlicher Koch ist auch eine Never-Ending-Story, wir wissen es alle. Ich habe jetzt gerade ein paar Basilikumblätter geschnitten und zu der Coeur de Bœuf Tomate dazugegeben. Olivenöl geöffnet, wir geben mal ein bisschen was hier dazu. Edel, wie es hier hinauskommt. Und weil Marius gerne ein bisschen Spice drin haben möchte, schmecken wir das Ganze mit seinem Chili-Salz ab. Und natürlich Pfeffer, ist ja klar. Kann dann auch, während wir jetzt den Rest fertig machen, so ein bisschen marinieren einfach. Ja, dann bleibt uns jetzt nicht mehr viel übrig, was wir tun können, außer die Brote mit Olivenöl zu bestreichen. Ja, Leute, boah. Ey, das ist so serious, was wir hier machen. Das bestreiche ich jetzt einfach ein bisschen mit meinen Händen. So, Ofen ist vorgeheizt. Und da geben wir jetzt einfach auf das vorgeheizte Blech direkt ohne Backpapier oder sonst was die Brotscheiben drauf. Ich stelle schon mal um auf die Grillfunktion, um es dann am Ende noch mal kurz ein bisschen nach oben zu schieben, damit es auch wirklich schön angebräunt wird. Jetzt habe ich hier noch eine frische Knoblauchzehe. Die schneide ich einfach einmal in der Mitte durch. Und die reiben wir dann gleich über die angerösteten Brote. Man muss das Brot auf jeden Fall gut im Blick behalten, während man es so anröstet, weil es kann mega schnell verbrennen mit der Grillfunktion. Wende nochmal die Seiten. Gucken wir uns das Brot mal an. Genau so muss es sein. Schön knusprig. Hört ihr das? Dann bestreichen wir und belegen wir mal die Brote. Ruhig ordentlich, Leute. Und es kann ruhig so sloppy sein. Es sieht nice aus. Und drauf jetzt die Cherry-Tomaten. Die Bruschetta reiben wir jetzt mit Knoblauch ein. Ich finde, es sieht so aus, als würde es nichts bringen, aber es bringt übertrieben etwas, weil frischer Knoblauch, Leute, hat Power. Alright. Und jetzt kommt hier oben drauf ganz entspannt unsere Mischung. Und es passt tatsächlich perfekt. Könnte nicht besser sein. Ab geht's zum Tisch. Es ist soweit, Marius. Du darfst gerne kommen. Boah, das riecht auch übel nice. Selten, dass ich hier auch mal vor der Kamera sitze und mitesse. Boah, geil. Mm. Das Brot ist übel nice. Ein bisschen kommt die Schärfe auch durch, ne? Ganz bisschen. Ganz kurz. So nach so einer leichten Ahnung. So zum Mittag finde ich es übel geil, weil das ist zum Mittag nie irgendwie so groß, eher immer abends. Vor allem nach dem Frühstück. Digga, als ich angefangen habe, gerade dachte ich mir so, kriegt man das schon wieder rein? Doch, das für mich, die Pancakes waren zu krank heute. Also ich muss sagen, das Avocado-Brot schon mal solide, schon eine 7. Es hat jetzt nicht so einen mega Special Kick, deswegen nicht höher, aber es war wirklich gut. Einfach ein schönes Avocado-Brot. Es hat den Crunch, oder? Mhm. Es hat den Crunch. Das ist wirklich gutes Bruschetta. Ich kann es nicht aussprechen, Bruschetta. Apropos, du kannst es nicht richtig aussprechen. Marius macht jetzt gerade ein Video, in dem er eine eigene Sprache erfindet. Marius könnt ihr einfach finden, indem ihr auf seinen Namen klickt im Titel. Das heißt, schaut es euch unbedingt an, aber erst, wenn ihr das auch erst hier gerne gucken und auch ganz wichtig, sonst funktioniert der Link nicht. Ihr müsst erst das Video liken. So funktioniert das nämlich. Insgesamt würde ich sagen, eine 8. Okay. Das war nice. Alright. Das war schon nice. Geil.
Wir sehen uns beim Abendessen und heute Abend wird es Pesto geben. Leute, ihr habt es euch vielfach gewünscht nach dem letzten Video, wo ich gemeinsam mit Izzy das Pesto von meiner Mama benutzt habe. Es gibt noch ein Problem von vornherein. Marius ist vegetarisch und dementsprechend kann ich kein Parmesan im Pesto benutzen. Kann deshalb nicht garantieren, dass es so wird wie das Pesto von meiner Mama, aber ich gebe mein Bestes. Wir machen hier hinten erstmal die Pfanne an. Während die Pfanne vorheizt, kümmere ich mich hier schon mal um den Knoblauch. Wie gesagt, hier der alte Trick, dann lässt sich die Haut besser trennen. Wie ihr vielleicht seht, wenn ihr hier einen Blick nach links werft, werft mal einen Blick nach links, hab ich wieder was ganz Wildes vor. Und zwar will ich die Tagliatelle, die Marius sich dazu wünscht, selbst machen. Lara, was sagst du zu der Idee? Top. Gerade eben hast du noch gemeint, mach nicht. Weil es ja wieder voll der Aufwand ist. Lara war ja beim letzten Mal schon dabei. Ja, es war sehr, sehr viel Aufwand für wenig Ergebnis quasi. Zumal wir die Hälfte, weil sie dann geklebt hatte, wegwerfen mussten. Den schneide ich jetzt mal in feine Würfel, den Knoblauch hier. Man röstet die Pinienkerne ohne Öl oder sonst was an. Einfach hier hineingeben. Die Sache ist, eigentlich braucht man den Parmesan so ein bisschen für die Struktur im Pesto. Ich werde deshalb einfach noch mal ein paar gröbere Pinienkerne dazugeben am Ende. Ey Leute, ich sag's euch ehrlich, ich bin so froh, dass ich wieder bei meinem Messer bin und in meiner Küche. Die Küche von Marius. Sie sieht sehr schön aus, aber die Ausstattung ist für jemanden, der gerne kocht oder ernsthaft kocht, glaube ich, nicht ganz die beste. Probieren wir mal. Ja. Sweet, oder? Wir sind würzig wie Frankfurter, zart wie Wiener. So, 300 Gramm Mehl und wir formen wieder eine kleine Kuhle in der Mitte. Und wenn die Eier verquirlt sind, geben wir sie einfach hier in die Mitte hinein und geben hier langsam immer ein bisschen Mehl dazu. Dann muss man mit absolut klebrigen Händen, du musst mal bitte die Pinienkerne so ein bisschen durchschütteln. Oh, die sind schon geröstet. Eine Pastakugel. So, den Teig packen wir in Frischhaltefolie. Ich glaube, der Teig ist deutlich besser als der, den wir beim letzten Mal hatten. Deutlich besser. Und? Du wartest jetzt hier. Und jetzt, Freunde, wird's lästig. Wir müssen beide Basilikumpflanzen zupfen. Damit wir, meine ich, dich und mich. Wir geben jetzt 250 Milliliter Öl in dieses Behältnis. Man merkt, wie gesund das ist. Und die Pinienkerne. Der Basilikum. Das Basilikum. Alexa, wie ist der Artikel von Basilikum? Es heißt also das Basilikum. Okay, das trinke ich. Und zu dem Ganzen kommt noch ein halber Teelöffel Meersalz. So, hier ist unser Teig. Den werden wir einmal, ich würde sagen, dritteln. Und ihr kennt das alte Spiel. Wir ziehen es hier einfach durch. So, top. Und Leute, das müssen wir jetzt hier hinten durchziehen. Das ist nämlich ein spezieller Einsatz für Tagliatelle. Und wir machen so die Hälfte, oder? Ja. Alter, das ist ja mal komplett geil. Boah, geil. Leute, self-made Tagliatelle. Ja, Leute, das ist ein ziemlicher Berg Pasta, den wir da gemacht haben. Das Wasser ist da hinten im Begriff zu kochen. Und ich hoffe, dass das, was ich hier gemacht habe, kein riesengroßer Fehler ist. Also sie kleben eigentlich nicht zusammen. Es war ja sehr viel Arbeit, mal wieder. Aber es wird sich, denke ich, mal lohnen. Wir geben jetzt einfach die Nudeln ins Wasser hinein. Freunde, hier sind sie. Unsere selbstgemachten Nudeln. Ich werde mal ein paar davon in einen Teller geben. So, ich habe jetzt noch die anderen Pinienkerne hier hineingegeben und rühre die so ein bisschen unter. Dann nehmen wir uns mal eine Portion Nudeln. Geben sie auf den Teller. So. Das riecht sehr gut, Leute. Und weil Marius mir gesagt hat, dass er das gerne mag, noch ein bisschen Chili drüber. Und damit das Ganze schön aussieht, kommt es nochmal in diesen Teller hier hinüber. Und auf frische Kirschtomaten. Zu wild. Marius ist angekommen und Marius, hier ist dein Abendessen. Ich habe dir gesagt, ich mache vielleicht was Besonderes. Ja. Die Nudeln sind fresh. Fresh hast du die gemacht oder von was? Von scratch. Von null. Was? Ist komplett frisch. Ich glaube, ich habe noch nie so frische Nudeln gegessen. Also wirklich, also nicht bewusst. Alles, was du da isst, war vor einer Stunde noch in seiner Urform. Also es war Basilikum, es war Pinienkerne, es waren Eier, es waren Mehl. Boah, jetzt bin ich gespannt. Lass es dir schmecken. Schalatz? Richtig geil. Nice. Alter, die Nudeln haben auch so richtig gute Bissfestigkeit. Richtig geil. Leute. Und ich muss sagen, das Pesto
Ist überwürzig, das ist mega nice. Geil, Leute, die Extra Meile scheint sich vielleicht gelohnt richtig zu haben. Richtig gut. Ich würde sagen, Marius, entspann dich, lass es dir gut gehen. Mach ich. Iss das Ganze in Ruhe auf. Und dann gibt es die Bewertung. Dann gibt es die Bewertung. Alter, ich finde das absolut Wahnsinn. Krass. Ich stand ununterbrochen neben dir. Marius, wie hat es dir geschmeckt? Pass auf. Der Pesto-Boss. Pass auf. Ich sag so, wie es ist. Erso 9 von 10. Wirklich sehr gut schon. Auch gerade wegen Nudeln und so, diese Bissfestigkeit, mega geil. Aber als die Chili reingekickt hat, das war der eine Punkt. Übelst können nice. Wir morgen wieder machen. Okay, sehr gut. Nee, wirklich, ich hatte zwischendurch das Gefühl, du warst, glaube ich, auch wenn die Ergebnisse das nicht unbedingt widerspiegeln, ja. Ich glaube, du warst einer der deutlich kritischeren Gäste. Ja? Wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder, 14 Uhr, ihr wisst Bescheid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.